Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu den LOL News. Heute mal hier bei uns im LCS-Studio, weil Maxim gerade der Solo-Queue streamt und ein bisschen reinintet. Aber es gibt ein paar coole Neuigkeiten für etwas neuere Spieler unter euch, denn Riot hat sich entschieden, jetzt da natürlich schon eine Milliarde neue Champions rausgekommen sind, endlich die kostenlose Rotation der Champions von 10 auf 14 zu erhöhen, damit weiterhin mindestens 10% aller spielbaren Champions auch frei zur Verfügung stehen. Also da könnt ihr euch mal ein bisschen ausprobieren, ein paar neue Champions testen. Für mich ist das jetzt nicht so relevant, aber eben für die etwas jüngeren, neueren, frischeren Spieler unter euch schon. Dass die NALCS 2018 zu einem Franchising-System wechselt und dass der Kaufpreis für einen dortigen Spot aktuell bei 10 Millionen Dollar liegt, das ist ja inzwischen nichts Unbekanntes mehr. Was aber neu ist, ist der Fakt, dass sich ganze 4 EU LCS-Teams für genau einen dieser Spots beworben haben. Mitunter Fnatic, G2, Misfits und Splice. Und das zeigt schon, wie viel attraktiver die NA-LCS nächstes Jahr werden könnte, wenn diese Teams wirklich bereit sind, ihr komplett aufgebautes Image auf einem anderen Kontinent zu schiffen. Die Chance, dass diese Teams angenommen werden, ist verschiedenen Quellen zufolge allerdings sehr gering. Trotzdem zeigt das, wie gefährdet schon die EU-LCS nächstes Jahr auch ist, wenn selbst die etablierten Top-Teams keinen Bock mehr haben, da drin zu zocken, weil sie eben nicht attraktiv genug ist, keine Sponsoren randet und so weiter. Und dementsprechend hat Riot jetzt auch zumindest grob angekündigt, dass auch in der EU-LCS sich Richtung 2018 irgendwas tun wird, zumindest hinsichtlich Monetarisierung, hinsichtlich Sponsorings und so weiter. Die Gruppenphase soll wohl wieder ausgelöscht werden, die war auch ziemlich bad, aber da ist noch nichts Genaueres bekannt. 10 Millionen für so einen LCS-Spot ist ja schon mal eine ganze Stange Geld. Für CLG, also für Logic Gaming, sollte das allerdings in Zukunft kein Problem zu bewältigen sein, denn die Firma hinter dem Madison Square Garden, dieser Arena, und auch den Besitzer von den New York Knicks, das ist ein Basketballteam, und den New York Rangers, das ist ein Eishockey-Team, die haben sich jetzt einfach mal die Mehrheitsanteile an CLG aufgekauft. Damit sind sie jetzt also der offizielle Eigentümer von CLG, und ob abseits vom Geld die richtigen Entscheidungen getroffen werden, was zum Beispiel auch Spieler angeht oder Coaches, das ist natürlich super fraglich und können wir Außenstehende unmöglich predikten. Es gab gerade auf Reddit relativ starke Kritik, weil wohl diese beiden Teams da, das Basketball- und das Eishockey-Team, nicht so optimal gemanagt wurden, aber wir können nur das Beste für CLG hoffen. Im Prinzip ist so eine Investition erstmal was Geiles. Und diese Woche gibt es natürlich auch wieder eine Menge E-Sport auf die Augen. Heute geht es ab 17 Uhr los mit der EU-LCS, gefolgt dann um 21 Uhr von der NA-LCS, und morgen werden Maxim und ich aus Krefeld live ab 12 Uhr die ESL-Meisterschaft Halbfinals kommentieren. Dann geht es um 17 Uhr wieder los mit nicht der EU-LCS, sondern der Challenger Series, beziehungsweise genauer gesagt den Playoffs, den Spielen zwischen Schalke und Red Bull, und abends gibt es dann nochmal die NA-LCS, die finalen Spiele, denn morgen ist der letzte Spieltag der normalen NA-LCS Summer Season. Die sind ein bisschen schneller fertig als die EU-LCS und da kann man dann schon mal gucken, wer denn wie was, welche Platzierung Richtung Playoffs haben wird. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Das Ganze wird auf jeden Fall ziemlich geil. Krefeld ist immer ziemlich nice. Aber das war's jetzt erstmal. Haut rein und wir sehen uns hoffentlich morgen, oder? Schon heute Abend hier bei dieser EU-LCS. Nee, tschüssi.